Wow, in bester Voraussetzung, in bester Manier zeigt sich im Moment der DAX. Der ist nämlich ordentlich nach oben gegangen und hat, und das ist interessant, das ist ein wichtiges Zeichen. Vielleicht werden wir sehen, sprechen wir es an. Er hat das Widerstandsniveau, diese Box, nicht nur erreicht, das hatten wir ja gesagt, ist recht wahrscheinlich, dass er das tut, sondern er hat sogar angefangen, es zu überschießen. Und das ist natürlich eher nicht so schlecht, denn es zeigt weiterhin, dass die Marktteilnehmer nicht bei der nächstbesten Gelegenheit sagen, dann lass uns schnell umdrehen, jetzt haben wir es ja gesehen, jetzt können wir ganz schnell wieder zurückdrehen, so im Panikmodus. Nein, das ist ein gutes Zeichen, dass man gesagt hat, boah, ja, da ist ein Widerstand vielleicht, möglicherweise, manch einer hat ihn nicht mal gesehen. Aber zumindest mal, es wäre etwas, wo man charttechnisch sagt, da gucken die einen oder anderen mal ein bisschen drauf. Wenn wir uns das angucken, sie haben vielleicht geguckt, haben aber gesagt, egal, stört uns nicht weiter, lasst die mal machen. Also, ihr seht, ich habe hier ja mal angedeutet, so ein Rücksetzer, der stände jetzt eigentlich dem Markt gut zu Gesicht. Das könnte so ein Dreiweller sein, das kann auch irgendwie was Wackeliges sein. Das fände ich gut. Das ist auch nach wie vor zu erwarten, auch mit dem Überschießen. Allerdings, diese Zeichnung ist schon ein bisschen obsolet, denn sie ist noch gezeichnet auf den angenommenen Hochpunkt hier an der Widerstandsmarke. Streng genommen müssten wir es jetzt anpassen vom tiefsten Punkt zum jetzt höchsten Punkt und dann die Erwartungshaltung, dass der Kurs, naja, trotzdem hier reinfällt. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, aber dass der Markt irgendwo hier landet, das wäre nach wie vor eigentlich relativ realistisch. Und das kann er entweder so dreiwellig machen, das kann er so machen. Gibt es verschiedene Varianten, wie das aussehen kann, aber sowas in der Art und Weise. Nur, wenn er es einwellig macht, wenn er jetzt ganz schnell in diese Zone zurück, weil die Zone, ihr seht schon, ich habe es hier weiter nach rechts gezeichnet, aber wenn ihr seht, dass der Markt sehr, sehr zügig da jetzt runterfällt, dann würde ich sagen, das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Also insofern behalten wir das mal hier im Auge, solange der Markt hier diese Bewegungsrichtung wackelig angeht, korrektiv angeht, mit Kursüberschneidung angeht, dreiwellig. Das sind alles so kleine Indizien für falsche Richtung. Dann ist alles noch in Ordnung und die Chance ist weiter für nach oben gegeben. Ja, aber warum redest du denn überhaupt so negativ? Kannst du nicht jetzt noch weitergehen? Ja, schauen wir doch mal so Intraday-mäßig. Tatsächlich, wenn ich mir das Intraday hier angucke, noch sehe ich hier keine echte Schärfe nach unten. Das ist immer noch relativ korrektiv, hat das den Eindruck. Hier wäre es natürlich schön, wenn es noch ein bisschen ausgeprägter wäre. Dann wäre man sich etwas sicherer und könnte man gegebenenfalls dann noch ein bisschen auf die Long-Seite gehen. Also, Ersteinblick ist oder Anblick ist alles erstmal super. Ja, gibt überhaupt gar keinen Grund, irgendwie in Panik zu geraten. Das ist so der erste große Hintergedanke, den der Chart zumindest mal vermittelt. Das hat nichts damit zu tun, wie es fundamental aussieht. Ob es wirklich eine gute Situation aktuell ist, ob wir mit schlimmeren Sachen rechnen müssen, das ist nicht das Thema. Die Chart teilen, also der Chart zeigt, dass die Marktteilnehmer noch kein Interesse haben, noch keine Sorge, keinen Bedarf haben, hier auf die Abwärtsseite zu ziehen. Das ist ein gutes Zeichen und lässt eher vermuten, dass es weiterhin ganz gute Chancen nach oben gibt. Im Kleinen immer noch kleine Rücksetzer mit eher korrektiver Natur, wie man hier den Eindruck hat. Und im Großen, naja, so ein Rücksetzer müsstet ihr mit einkalkulieren. Ich kann das hier nochmal so halbwegs andeuten. 13.200, sagen wir mal 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 90, vielleicht sogar, machen wir es doch so, machen wir runde Zahlen. 13.300 kann man sich eher merken, bis 12.900 wären noch nicht schlimm, wenn der Markt korrektiv da reingeht, also in irgendeiner Form sowas. Damit muss man langsam aber sicher rechnen, dass das mal passiert. In diesem Moment zeichnet sich es aber noch nicht ab. Wir sehen es ja hier im 5-Minuten-Chart, ist das noch alles ziemlich locker. So, gucken wir uns mal an, was die Amerikaner machen. Auch die sind weiterhin eigentlich im guten Modus nach oben unterwegs. Wir sehen, dass sie auch hier so dieses Dreiwellige hier haben. Also so richtig starke Bewegung nach unten. Wir sehen auch hier mal so Gegenbewegung, das überschneidet wieder. Das sieht alles noch nicht stark aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde in eigentlich all den Märkten, die wir jetzt hier uns angucken, die Abwärtsseite nicht die starke. Hier, wunderschönes Indiz. Guckt euch das mal an.
Wir haben eine Abwärtsbewegung, die ist sogar schnell gewesen und was Wackeliges hoch. Ja gut, das sollte uns nicht wundern, denn da gehen wir ja immer davon aus, wenn es vorne schnell ist, in der Mitte wackelig, dass hinten das nochmal passiert. Also das ist nichts Neues, sollte euch inzwischen nicht mehr wirklich überraschen. Aber dadurch, dass dieser hier schon wieder so hoch gegangen ist, haben wir diese und diese Gegenbewegung überlappend. Und das macht entweder diese Bewegung zum Dreiweller, weil der Kurs direkt weiterläuft, oder aber der Kurs läuft nicht weiter, kommt sogar nochmal runter. Trotzdem ist es überschneidend, damit korrektiv. Damit macht der Kurs zwar vielleicht nochmal den Umweg, aber weiterhin bleibt es ein bullisches Bild, weil das eben nur korrektiv aussieht. Ich weiß, das wünschen sich einige andere. Ja, das ist auch interessant oder entscheidend, ob der Kurs direkt nach oben geht. Komm, ich mache es nochmal einmal groß hier, dann seht ihr das vielleicht besser. Gerade wenn ihr unterwegs jetzt seid und das so auf kleinen Geräten guckt. Ist doch entscheidend, ob er jetzt das macht oder ob er erst nochmal so macht und anschließend das. Ja, das ist klar, wenn ich jetzt hier eine konkrete Entscheidung fällen muss. Für uns jetzt in diesem Videobeitrag ist es aber erstmal egal, denn beide Bilder zeigen eigentlich eher nach oben, mit oder ohne den Umweg. Also insofern, selbst wenn er diesen Rücksetzer da nochmal macht, sehe ich immer noch eine relativ realistische Chance, dass es im Nachgang eigentlich eher weiter hochgeht, dass die Chancen nach oben also deutlich besser sind. Also ihr seht, das bullische Bild überwiegt. Ja, aber jetzt kannst du noch was dazu sagen, ob er jetzt den macht oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, im 5-Minuten-Chart sehe ich das nicht deutlich, dafür müsste ich mal den Minuten-Chart bemühen. Und da muss ich sagen, sieht immerhin der Teil ganz gut aus. Solange das hier irgendwie korrektiv ist, würde ich gar nicht hier auf tiefer setzen, sondern eigentlich eher so auf die Fortsetzung. Ein bisschen schwierig und Minutenchart, bis ihr das Video guckt, ist die Geschichte ja eh schon vorbei. Also damit müssen wir leider rechnen. Wenn es halt nochmal sein soll, dann geht es halt nochmal tiefer. Nichtsdestotrotz bleibt diese Bewegung korrektiv und anschließend müsste es weiter eher nach oben gehen. Dafür spricht zumindest mal der Gesamteindruck, den der Markt aktuell vermittelt, auf jeden Fall eher. Und ihr seht, wir haben unsere Zone hier immer mehr nach oben verlassen. Das sind gute, das sind bullische Bilder. Hier habe ich die Zone schon rausgenommen, weil wir schon durch sind, durch die verschiedenen Widerstandsmarken. Und ihr seht, dass der Markt im Tageschart, im 4-Stunden-Chart und streng genommen hier auch im 5-Minuten-Chart, da ist das Bild ähnlich mit den Überschneidungen. Das sieht alles nicht nach starker Abwärtsbewegung aus. Zusammengefasst kann man also sagen, vorläufig sieht es weiter nach einem bullischen Gesamtszenario aus, rechnet allerdings trotzdem immer mal wieder mit einer Korrektur. Ich weiß, es ist immer unangenehm. Ja, wie jetzt? Soll ich jetzt kaufen oder nicht? Na, von Säulen kann nicht die Rede sein. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr kaufen wollt. Die Anzeichen aus dem Chart zeigen aber eigentlich eher, dass die Marktteilnehmer keine Sorge, keine Angst haben, sondern immer noch kaufwillig sind. Das heißt, kaufen oder noch besser, wer schon gekauft hat, jetzt die Position zu halten und dann vielleicht nachzuziehen, den Stop. Ja, das kann zum Beispiel hier so ein Supertrend, Parabolik, irgendwie sowas sein. Beispielsweise wäre es sehr einfach, weil das geht übrigens auf Tagesebene auch. Kann man sagen, hey, ich habe hier unten warum auch immer eingekauft, ich ziehe einfach da hinterher. Gleiche Methode könnt ihr natürlich auch im kürzerfristigen Chart anwenden, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe jetzt hier mal so einen schönen Anstieg, ich habe hier eine Dreiwelligkeit runter, ich will nicht wie Rüdiger immer hier irgendwo Gewinne mitnehmen, ich lasse die Position laufen, ich nehme halt hier irgendwie den Stop, zum Beispiel diese grünen Punkte, das sind die Supertrends jetzt hier so hinterher. Im Moment bietet sich das noch nicht an, aber wenn der Kurs das nächste Mal wieder Schub hoch, wackelig runter macht, habt ihr eine ähnliche Situation wie diese und könnt das entsprechend dann handeln. Das kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Das Bild gibt es im Moment allerdings nicht her. So, rechnet mit diesem Abschlusshuster allerdings damit, dass Rücksetzer eben vorkommen. Wenn ihr sie nicht aussetzen wollt, gehen wir nochmal einmal zurück auf den DAX, wenn ihr sagt, naja, dieses Bild fände ich jetzt aber nicht so schön, wenn ich jetzt hier oben kaufe, das will ich nicht aussitzen, dann müsstet ihr die Stops enger hinten dran ziehen. Wie gesagt, das könnten solche Mechaniken sein, wo ihr sagt, komm, da ziehe ich einfach so hinterher. Das könnt ihr im 4-Stunden-Chart, könnt ihr im Stunden-Chart, das könnt ihr euch raussuchen, wie aktiv ihr sein wollt. Das hängt ja von eurem Zeitrahmen ab. Nützt ja nichts, wenn ich sage, auf 15 Minuten ist super. Und ihr sagt, oh Gott, alle 15 Minuten drauf gucken kann ich gar nicht. Das müsst ihr natürlich abstimmen mit euren Handelsgeflogenheiten oder wie ihr da unterwegs sein könnt. Also wer das nicht aussitzen mag, so ein Rücksetzer, den ich hier mal angedeutet habe, sollte den Stop eben enger hinterherziehen.
und kann dann ja später wieder die Long-Position aufgreifen. Wer sagt, hey Rüdiger, ich gucke mir die großen Bilder immer an, das, was du hier auf 5-Minuten-Basis machst, interessiert mich gar nicht. Naja gut, dann müsste der Stop halt unter diesen Marken liegen, vielleicht sogar 690, vielleicht auch 900, irgendwie sowas in der Richtung, hatten wir ja gesagt, das ist so die Unterseite dieser Box, damit ihr da nicht aus Versehen rausfliegt. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das Ganze nochmal schön nutzen könnt. Wenn ihr noch spät, also jetzt, noch immer Einstiege sucht, wartet auf wackelige Rücksetzer. Das erhöht eure Chance, auf der richtigen Seite zu liegen. Wenn er, wichtig ebenfalls, das Ganze triggert, das erhöht die Chance enorm. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hoffentlich den Stop schnell nachzuziehen. Und dann gucken wir mal, wie weit die Bewegung trägt. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis bald.